Ja. Ja. Steine. Nicht. Willkommen bei To the Moon. Wir haben ja, es ist gerade ist aufgewacht vor circa einer halben Stunde. Wir stehen davor, mal weiter zu erfahren, was denn jetzt mit unserem Johnny los ist. Johnny, was machst du? Johnny. Johnny, erzähle uns von deinen Abenteuern. Ja, und wir werden auch diesmal, tut mir leid für den nächsten, letzten Fehler bei mir im Spiel, wo ich noch die Mauszeige drin hatte, das werde ich in diesem Video beheben. Naja, jetzt haben wir damit auch keine Probleme mehr. Jetzt werden wir uns mal angucken, was ist denn genau. Ja, ich wollte schon gerade sagen, das steht auf einmal mit drin, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Was denn bitte mit unserem Johnny auf sich hat? Ich werde einfach mal erstmal mit Lilly reden und mal gucken, was die mir so anzuschnacken hat. Schnack, Schnacker. Wollen Sie aufbauen? Erstmal umsehen. Also, meine Maschine, aber ich glaube, ich möchte das unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Oh, welch schöner Sarkasmus. Aber danke der Nachfrage. Glaube ich gerne. Das macht bestimmt Spaß. Nee, wir gucken mal ein bisschen nochmal rum. Schauen nochmal, ob wir irgendwas finden können. Ich weiß eigentlich noch nicht, was alles in diesem Spiel passieren wird. Wie können wir das mal unter die Lupe nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ein außermedizinischer Fachartikel, okay? Und mal sehen, was mit dem Arzt ist. Der Arzt hat bestimmt auch noch etwas zu dieser ganzen Situation zu sagen. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Okay. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihm bleibt, aber ich würde mich beeilen. Ich schätze mal, dass wir dann wohl auch eine Art Ärzte-Team sind, oder? Oder wie soll ich mir das jetzt erklären? Naja, Maschinen setzen wir erstmal ab und ja, sie sagen, dauert nur einen Augenblick. Werden wir mal gucken, was denn jetzt ein Augenblick dauert. Was genau machen die? Was genau ist deren Ziel und man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber wir haben etwas extrem Großes jetzt in der Hand. Sind sie ja so normal steckdose, wie ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Ja, sagt er, weißt du, er sagt das gerade, Klugschnacker. Oh Mist. Ich hab's ja gesagt, reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Da war sie. Wie einfach die ganze nur Scheiße redet, ey. Wow, was geht denn jetzt? Aber was hat er da noch aufgeklappt? Voll das mächtigste Gerät aller Zeiten, er wird diese Welt damit zerstören, ey. Wie macht er sich? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen, hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Oh, wow. Okay, wenn sie das sagt. Sie beide können ihn also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Eine Wunschmaschine? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft. Denn wir sind einfach der Wahnsinn. Wow, er ist selbst von sich sehr überzeugt. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. What? Der Mond? Ja, eben, der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Punkt, Punkt, Punkt. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Ja, in der Tat. Also, ist das möglich? Man weiß es nicht. Kommt drauf an, sagt Rosaline. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Wow. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unsere Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Oh. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich leider auch nicht. Himmel noch mal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Oh, wow, er ist süchtig. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Okay. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Sonne hätte sicher nichts dagegen. Er hat beide ja beauftragt. Ja, das hat er wohl. Gut, dann machen wir dort. Okay. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Nö, natürlich Dr. Watts, ey. Weil er einfach so dämlich ist. Das finde ich viel, viel lustiger. Okay, ich mache das. Ich habe mal meinen Sherlock Holmes in Theater AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Oh, pah, ist doch das Gleiche. Okay, einfach hier konfigurieren. Sie läuft schon. Okay. Alles klar, dann machen wir das mal. Meine Kinder können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Ja, wie wir eben schon gehört haben, die ganze Zeit. Ich meine, in der letzten Folge. Ja, es ist gar nicht eben gewesen, das war gestern. Gestern Abend habe ich das aufgenommen. Jetzt nehmen wir das morgen vor der Früh vor der Arbeit auf. Komischerweise ist das das erste Mal, dass ich etwas vor meiner Arbeit aufnehme, will ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ich nehme normalerweise nie was vor meiner Arbeit auf. Naja, das ist das erste Mal, aber irgendwann gibt es immer das erste Mal und irgendwas blinkt da schon mal cooler rum. Ich schnapp's mir mal. Achso, das ist ein Licht. Okay.
Das ist eine Toilette, geil, da würde sich Saburo bestimmt wohlfühlen. Naja, schauen wir uns das mal an. Licht, 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 ja, super Lichtmann. Okay, ich sollte auch mit Licht herumzuspielen. Das soll, glaube ich, nicht der Sinn der Sache sein. Na, hier ist einfach nichts, würde ich jetzt mal sagen. Ich schaue mich hier um. Nee, hier ist nichts. Also gehen wir mal woanders weiter. Ich werde mir hier auf der Toilette nichts finden, was eigentlich nichts Unübliches ist, will ich an der Stelle nochmal sagen. Dann gehen wir woanders hin. Gut, ich gehe mal weiter nach unten rechts. Ich meine, wir haben hier noch eine Treppe mehr. Mal sehen, wir haben hier ein paar Bilder zum Angucken. Schauen wir uns doch mal die Bilder an. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Das habe ich jetzt aber gar nicht gesehen. Und hier? Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hat etwas Gelbes und Blaues. Okay. Warum kann man das denn nicht erkennen? Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Okay. Und hier, das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Hat das eng einen Sinn, dass diese Gemälde dort sind? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier darüber pießen. Okay, warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Okay. Dann gehen wir mal zum Arzt hin und schnacken ihn nochmal an. Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Okay. Dann wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Die habe ich nämlich ein Händchen. Geil! Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Dann schauen wir uns das nochmal an. Da. Okay, war offline gewesen und jetzt sehen wir, wie es ihm geht. Inwiefern das wichtig ist, das werden wir wohl im weiteren Verlauf des Spiels erfahren. Aber erstmal gehen wir nach unten. Oh, Mist. Und ja, mit das Klavier. Er hat ja bestimmt ein Handy dafür, sich mit diesen zwei kleinen Bägen zu unterhalten, ne? Glaube ich zumindest. Wir schauen uns hier erst nochmal ein bisschen weiter um. Kann ich noch irgendwas an? Kann ich das Licht ausmachen? Kann ich echt das Licht ausmachen? Geil! Es geht einfach. Mit der Liebe zum Detail, dass wenn man das Licht ausmacht, dass es trotzdem noch durch die Fenster durchscheint, das Licht. Das ist doch fantastisch. Gut, reden wir mal mit den beiden. Aber was wollen Sie? Führt mich durchs Haus, spielt ruhig weiter. Ja, lasst mich mal durchs Haus gehen. Hey, eure Mama will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja! Okay, mal sehen. In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr, drei Käsehoch? Wir wollen eine Trillion Dollar! Heftig, ey. Oder die Zuckerstange, die Mappe vor uns versteckt. Was sie so einen gleichstellen, so für sie ist eine Zuckerstange, die versteckt wird, genauso wie eine Trillion Dollar. Ist echt cool. Ja, oder die? Was? Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben in der Regal. Und die werden wir nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Warum hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeit erledigt haben? Und sie ist für uns und wir machen mit ihnen eine Tour durchs Haus. Wie sieht's aus? Lasst den Mist und kommt. ach, was soll's. Machen wir die kleinen Kinder glücklich. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppen raufzurennen. Sonst würde ich irgendwas machen, was ich nicht lese. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie zu uns. Holen Sie sie uns. Ja, ich habe außersehen geklickt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Er denkt anscheinend, dass er ist ein Clown. Das ist ja fast ja eine schreckliche Quest. Und das gleich am frühen Abend. Heftig, Suchti. Dummer Suchti. Denkt wahrscheinlich den ganzen Tag PC, ey. Na komm, lass uns nochmal runtergehen. Okay. Mal sehen, das ist nicht die Küche. Trotzdem hineingehen? Nö. Meine Güte, wo soll ich wissen, wo die Küche ist? Aber danke, dass er einen darauf hinweist. Ist hier die Küche? Nee, das ist die Toilette mal wieder. Man kann hier das Spülbecken aktivieren. Einschalten und Wasser laufen lassen? Nö. Oh wow, und jetzt? Jetzt lasse ich das Wasser laufen. Wie können wir mal das Licht da machen? Wenn meine, sonst sehe ich hier gar nicht so. Jetzt lasse ich einfach das Wasser laufen. Wie kannst du nicht wieder ausmachen? So eine Scheiße aber auch. Oh man, ich bin echt so verantwortungslos. So, wo können wir noch hingehen? Die Küche ist bei der anderen Treppe. Ich wollte schon gerade sagen, sie wird wohl nicht im Keller sein, die Küche. Das hätte mir ein bisschen Sorgen gemacht. Naja, gehen wir mal nach unten. Was haben wir denn hier? Das sieht nach einer Küche aus. Das ist die Zuckerstange. Oh, schnapp sie dir. Hüpf, hüpf. Hüpf. Es kommt nicht, du kommst selber nicht dran, ey. Ja, jetzt mach endlich. Muss an Kaffeemangel liegen. Normalerweise hätten wir da längst was anderes überlegt. Stimmt. Schnappen wir uns nochmal den Hocker hier. Genau, kick ihn einfach hin. Mach einen super Roundhouse-Kick und kick ihn einfach dahin. Wie die Mutter da. Aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich eklig. Wisst ihr, da kommt die Mutter und packt ja erstmal diese Zuckerstange auf diesen Schrank, wo es wahrscheinlich total eklig ist. Also so sieht der Raum doch schon viel schöner aus. Das ist. Wie lange liegt die da wohl? Wie lange haben die ihre Hausarbeiten nicht gemacht? Zuckerstange erhalten. Super Questgegenstand. Wow. Okay, dann gehen wir nochmal wieder runter. Jawohl, das ist simpler als ein Gelähmten könnte den Lolli zu klauen. Nö, es ist nicht. Schlecht. Okay.
Dann gehen wir mal hier hoch und ja, verpissen uns hier mal wieder. Und geben mir einen blöden Scheiß Zuckerstange. Wahrscheinlich kloppen sie sich gleich darum, wer von beiden sie haben darf. Ey, sehe ich schon kommen, alles klar, Kinderchen. Ich musste viele Gefahren trotz, aber nun habe ich die. Ein Bildchen. Zuckerstange. Vermutlich ist sie ein Jahrzehnt alt und schmeckt wie alter Fußboden, aber kann sie wunderbar als Gehstock benutzen. Das habe ich eben auch schon gesagt, ey. Wie lange liegt die da, ja, wohl, ey? Okay. Dann gucken wir mal. Was haben die beiden denn zu erklären? Gut, wo fangen wir an? Ich weiß, das ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Welcher seltsame Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. 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 Okay, jetzt reicht. Okay, wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hatte sie in irgendeinem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Ah, wo ist das verdammte Arbeitszimmer, wenn ich mal fragen darf? Ist es hier drin? Nein, hier ist die Küche, ich erinnere mich wieder. Oh mein Gott, Gedächtnis, Gedächtnis ist weg, weg, weg. Genau so ein Gedächtnis wie eine Katze, ey. Erinnert sich nur daran, wo Fressen ist, aber an alles andere nicht. So, ja, das sieht gut aus. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den Selbstraum ist im dicksten Buch des oberen Regals. Okay, wo haben wir denn? Das sieht nach drei dicken Büchern da oben aus. Gehen wir doch mal dahin. Na komm, komm, komm. Wir müssen da hingehen. Ja, hör auf mit Moonwalken. Das kleine Geschichte eines Mädchens, das sich in Zombie verliebte, den sanften Sonnenlicht, den Duft von Veilchen verströmte. Passage lesen, natürlich. Vielleicht nächstes Mal. Es ist Dr. Watts, ich hab's vergessen. Zimmerschlüssel erhalten. Okay. Der Mann weiß, wo man Sachen versteckt. Das stimmt wohl. Naja, naja, naja. Was soll ich sagen? Wir machen das Licht erstmal. Ist so geil, wie dann jedes Licht gleich angeht. So, wir haben's. Tommy hat immer die Bücher nach mir geworfen. Hatte das an die Bücher schaut. Bis ich eines Tages mal zurückgeworfen habe. Da braucht er dann ein Pflaster. Hi. Witzig. Echt witzige Leute hier. Na los, lass uns in den blöden Keller gehen. Wir können uns jetzt auch auf den Keller ausschließen. Ja, machen wir das mal. Das ist der Keller hier. Das ist mir zu dunkel. Das ist der Keller. Hier spielten wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, dann müssen Sie nicht stolpern. Oh, wow, ich mache hier schon in jedem verdammten Raum hier immer das Licht an. Da braucht ihr mir nicht mehr zu erzählen. Ich verbrauche hier eh so viel Strom wie das ganze Atomkraft in New Austin, Boston. Wow, gibt es das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit Zimmerschlüssel geöffnet. Sehr gut. Und die... Das ist ja wie in der Höhle hier. Gehen wir mal gucken. Was geht denn jetzt ab?